verschiedene primitive Zellen. Es gibt Menschen, Tiere, Pflanzen in hochkomplexer Form. Auch dafür gibt es eine Theorie, die das erklärt. Ja? Die Idee ist, dass sich Leben ja fortpflanzt, bleibt ja nicht für sich. Und beim Fortpflanzen gibt es manchmal zufällige Veränderungen, ja? Vom Eltern auf das Kind. Und wenn das gute und sinnvolle Veränderungen sind, dann wird diese Veränderung beibehalten, ja? Das Ergebnis überlebt. Und wenn es eine schlechte Veränderung ist, dann stirbt es einfach aus. Das ist in groben Zügen die Theorie der Evolution. Ja, die geht davon aus, dass von allen Lebewesen die Kindergeneration leichte Veränderungen mit sich trägt, ja, leichte Mutationen. Und dadurch können manchmal neue Eigenschaften entstehen. Und wenn das eine sinnvolle Eigenschaft ist, dann überlebt halt diese Eigenschaft. Und dadurch sind halt durch eine unglaubliche Verkettung von lauter verschiedenen Veränderungen und Mutationen im Laufe der Zeit die verschiedenen Arten entstanden. Es ist sehr interessant zu beobachten, dass die gleichen Leute, die darauf bestehen, dass man einen Gott nicht beweisen kann, einen Atemzug später mit der Theorie der Evolution kommen. Denn diese Theorie, die ist alles Mögliche. Die ist modern und viele Leute glauben sie. Die ist von mir aus auch exotisch. Die kann alles Mögliche sein, aber die ist doch nicht bewiesen. Ich bitte euch, Leute. Bis zum heutigen Tage ist das nichts weiter als eine Theorie. Das hat noch nie jemand tatsächlich beobachtet. Es ist noch nie ein Wissenschaftler gekommen und hat gesagt, hier, ich habe etwas gesehen, was durch Evolution entstanden ist. Das sind alles Erklärungsmechanismen, ja, das hat es damals vielleicht gegeben. Beobachtet hat man das nicht. Die einzige wirklich gesicherte Voraussage, die diese Theorie gemacht hat, ist genau nicht eingetroffen. Denn diese Theorie hat gesagt, man müsste, wenn es eine Evolution gegeben hat, immer feine verschiedene Abstufungen zwischen den einzelnen Arten finden. Wenn man sagt, ein Vogel ist von einem Dinosaurier oder stammt von einem Dinosaurier ab, da müsste man langsam eine Entwicklung vom Dinosaurier zum Vogel sehen. Ja, der Dinosaurier kriegt irgendwann Federn und kann dann vielleicht ein bisschen fliegen und kriegt dann einen Schnabel und keine Ahnung was. Ne? Aber so müsste das vonstatten gehen. Das heißt, ich müsste unglaublich viele verschiedene Zwischenschritte finden zwischen den einzelnen Lebewesen, ja, zwischen den verschiedenen Arten. Und genau das hat man nicht. Man gräbt tiefer und tiefer in der Erde und was man immer wieder findet ist, dass man auf eine Erdschicht kommt und da gibt es unglaublich viele neue Lebensformen wie aus dem Nichts. Ohne Übergang, ohne Zwischenschritt, ohne irgendetwas. Wenn man schon diese ganzen Zwischenformen nicht gefunden hat, dann muss man die natürlich irgendwie nachher konstruieren. Ja, denn es gibt ja keine Funde dafür. Ja, und da waren die schon manchmal kreativ. Als die Wissenschaftler in den 20er Jahren in den USA die Evolutionstheorie in den Schulen einführen wollten und hatten keine Beweise dafür, ja, dass es Evolution gegeben hat, dass der Mensch vom Affen abstammt und so weiter, was haben die gemacht? Die haben sich einen Zahn von einem Schwein genommen, Schweinezahn, und haben daraus einen Menschen konstruiert. Die haben den Zahn genommen und sagten, oh, das ist von einem Menschen, der müsste so und so geformt sein. Und dann haben die ein Riesenkonstrukt daraus gemacht und sind damit rumgelaufen und sind damit durchgekommen. Am Ende wurde die Evolution in den Schulen unterrichtet. Manchmal haben die einfach Knochenfunde konstruiert. Ein Oberkiefer vom Menschen und der Unterkiefer vom Affen. Ein paar andere Knochen dazu, packt das in eine Grube. Irgendwann findet man das zufällig. Oh, was haben wir hier? Ein neuer Mensch. Zwischenform zwischen Affen und Mensch. Hätte es in irgendeiner anderen Theorie so viele Fälschungen gegeben und so viele Irrungen wie in der Evolutionstheorie, keiner würde die ernst nehmen. Wenn der arme Albert Einstein so viele Fehler gemacht hätte, so viele Falschaussagen, wenn er sich so oft geirrt hätte und wenn die Wissenschaftler von ihm so oft der Fälschung überführt worden wären, keiner würde heute die Relativitätstheorie ernst nehmen. Das ist die Wahrheit. Als die Leute erklären wollten, wie der Übergang vom Leben aus dem Wasser aufs Land stattgefunden hat, da haben die irgendein Fossil gefunden, einen uralten Fisch, der hat Coacepatl, keine Ahnung, der hat so einen südamerikanischen Namen, den musste ich nachschauen. Und dann ging das Fantasieren los. Da hat man so einen Steinabdruck, so ein Fossil. Und ja, hier, das sieht aus wie Beine und das könnte ein Ansatz von der Lunge sein. Und dann ging es los. Der ist so und so aufs Land gekrabbelt und der hatte wahrscheinlich schon Ansätze hiervon und davon. Und das ging immer weiter und immer weiter, bis man dann vor ein paar Jahrzehnten so einen Fisch tatsächlich gefangen hat. Der sollte ja seit 200 Millionen Jahren schon ausgestorben sein. Das war ja der Urvater vom Leben auf dem Land. Da hat man einen ins Netz gekriegt. Und der Grund, warum man den nicht vorher ins Netz gekriegt hat, war ganz einfach, weil der in 170 Metern Tiefe schwimmt. Wenn es tatsächlich irgendwann einmal einen Fisch gegeben hat, der mit Sicherheit nie auf die Idee gekommen ist, an Land zu gehen, dann ist es dieser Fisch. Ja? Und alles, was man da vorher zurechtgesponnen hat, war alles Quatsch. Ja? Das, was man gesehen hat mit den Beinansätzen, gab es nicht. Ja? Lungenansätzen, der hat keine Lunge. Ja? Das ist der ungeeignetste Fisch überhaupt. Aber den hatte ich noch in meinem Biologiebuch stehen.
Ja, ich habe noch im Biologieunterricht diesen Fisch kennengelernt und den als Vertreter für das Ur, also für, als Urvertreter für das Leben auf dem Land kennengelernt. Ja, ganz normal. Über die Evolution, das braucht eigentlich einen eigenen Vortrag. Ja, man muss auf einige Details eingehen, ja, weil es viele Dinge gibt, die sich in den Köpfen der Menschen eingeprägt haben, ja, die man ganz einfach auch wieder herausbringen kann. Aber es reicht manchmal, wenn man einige grobe Dinge betrachtet. Das, was diese Theorie aussagt, ist gar nicht in der Wirklichkeit passiert. Diese Theorie sagt, es hat am Anfang eine Zelle gegeben, ganz primitiv, und es gab im Laufe der Zeit immer komplexere Lebewesen, weil diese komplexeren Lebewesen besser überlebt haben oder besser an das Leben angepasst waren. Das sagt die Theorie. Und das stimmt so nicht. Die komplexeren Lebewesen sind schlechter angepasst an das Leben. Wir betrachten das Ereignis, was die Dinosaurier ausgerottet hat. 65 Millionen Jahre, da kommt ein Komet, fliegt auf die Erde, ja, wirbelt Staub auf, sorgt für einen nuklearen Winter, keine Ahnung was. Wer zuerst ausgestorben sind, sind nicht die primitiven Lebewesen. Ja, das sind die Dinosaurier, Tiere und Pflanzen. Die Bakterien hat das gar nicht interessiert, diese einzelligen Dinger. Die können damit super klarkommen. Aber die ist zuerst erwischt, wenn irgendwas passiert. Das sind immer die komplexeren Lebewesen. Gäbe es tatsächlich so einen Mechanismus, der das am besten angepasste Leben auswählt, dann wären alle Menschen und Tiere ausgestorben und am Ende gäbe es nur noch Bakterien. Das ist die Wahrheit. Es sind nicht die Menschen und Tiere und die höher entwickelten Lebewesen, die besser an das Überleben angepasst sind. Die sind viel empfindlicher als die Bakterien. Bakterien kannst du 10 Jahre einfrieren im Eis und taust dir auf, die sind quicklebendig. Das sind die wahren Überlebenskünstler, wenn es nur um das Überleben ginge. Ja, nicht die Menschen und die Tiere. Aber das ist nicht passiert. Wir haben heutzutage so viele komplexe Lebewesen, die sehr, sehr empfindlich sind und trotzdem gibt es sie. Nicht, weil die besser überleben als die Bakterien. Die Bakterien machen uns nur ums Überleben alle was vor. Aber versuchen wir uns mal für einen Moment vorzustellen, wie aus einer Bakterie ja, sich im Laufe der Zeit ein Lebewesen wie heute sich entwickeln können. Ja? Wir sagen, am Anfang war eine Bakterie und heute gibt es Menschen und Tiere. Irgendwann einmal dazwischen muss es ein Lebewesen gegeben haben, das erste Lebewesen mit einem Herzen. Ja? Bakterien haben kein Herz, heute gibt es Menschen und Tiere mit Herz. Irgendwann dazwischen muss es einmal das erste Lebewesen gegeben haben, was ein Herz besitzt. Welches das war, spielt keine Rolle. Wann das gelebt hat, vollkommen egal. Wie das ausgesehen hat, alles egal. Aber irgendwann gab es einmal das erste Lebewesen mit Herz. Ein Herz alleine nützt dir gar nichts. Es bringt keinen Vorteil. Ein Herz nützt dir nur dann, wenn du einen Blutkreislauf hast. Denn das ist der Sinn von einem Herz. Das heißt, du brauchst Adern, die durch deinen ganzen Körper gehen und jeden Bereich deines Körpers abdecken. Und dann am Ende zum Herzen. Diese Adern alleine reichen aber nicht aus. Die müssen noch mit irgendwas gefüllt werden, mit Blut. Das heißt, du musst auch irgendwo was haben, wo Blut hergestellt wird. Beim Menschen ist es das Knochenmark, bei anderen Lebewesen weiß ich nicht. Das heißt, wir brauchen eine Produktionsstätte für Blut und das Blut selber. Ja? Dann brauchen wir noch, das Blut alleine macht ja auch keinen Sinn. Das Blut geht nicht zum Spaß durch den Körper, das transportiert hauptsächlich Sauerstoff. Hat noch viele Funktionen, aber das ist eine der Hauptfunktionen. Es versorgt den Körper mit Sauerstoff. Der kommt nicht einfach so ins Blut, der kommt über die Lunge ins Blut. Das heißt, dieses erste Lebewesen, was ein Herz hatte, musste auch eine Lunge besitzen. Oder irgendetwas in der Form, um Sauerstoff aufzunehmen und ins Blut zu übergeben. Sonst macht das Herz keinen Sinn. Das heißt, das erste Lebewesen mit einem Herzen hatte auch einen vollständig ausgebildeten Blutkreislauf und auch eine Lunge und auch eine Blutproduktionsstätte. Definitiv. Und das müsste alles, quasi über Nacht würde man sagen, entstanden sein. Das passiert nicht. So etwas ist unmöglich zu erklären. Und würde ich einen Teil herausnehmen, würde das Ganze seinen Sinn verlieren. Wenn ich die Lunge herausnehme, dann macht weder das Herz noch das Adernsystem einen Sinn. Wenn ich das Adernsystem herausnehme, macht das Herz und die Lunge keinen Sinn. Das macht alles nur dann einen Sinn, wenn alles gleichzeitig sofort vorhanden ist. Und das ist genau das, was man entdeckt hat. Man gräbt und gräbt in der Erde und man findet immer nur vollständig ausgebildete Lebewesen. Man findet nirgendwo ein Lebewesen, was zur Hälfte dies und zur Hälfte das ist. Oder was zur Hälfte bestimmte Eigenschaften hat, die eigentlich noch nicht richtig ausgebildet sind. Was man findet, ist alles vollständig perfekt und ausgebildet. Gehen wir davon aus, wir haben schon Lebewesen. Dann müssen diese Lebewesen sich immer noch fortpflanzen. Ja, sonst sind sie nach einer Generation ausgestorben. Und selbst das ist ein Prozess, der nicht alleine durch den Zufall erklärt werden kann. Betrachten wir den Menschen und wie ein neuer Mensch entsteht. Ja. Jeder Mensch, der heute existiert, es hat angefangen mit einer einzigen Zelle. Ja. Spermazelle, Eizelle verbinden sich zu einer einzigen Zelle. Das ist der Ursprung von jedem Menschen.
Und diese Zelle teilt sich. Ja? Aus einer Zelle werden zwei, aus zwei Zellen werden vier, aus vier Zellen werden acht und die sind alle gleich. Kein Unterschied zwischen den einzelnen Zellen. Ja? Acht Zellen, 16 Zellen, 32, 64, die verdoppeln sich immer weiter und es gibt immer noch keinen einzigen Unterschied. Jede Zelle ist immer noch eine Kopie von der allerersten Zelle überhaupt. Trotzdem stellt man am Ende fest, dass eine Zelle die Farbe in meinem Auge geworden ist. Und eine andere Zelle ist ein Zehennagel geworden. Und noch eine andere Zelle ist ein Haar geworden. Und noch wieder eine andere Zelle oder ein Verband von Zellen hat den Finger gebildet. Das heißt, all diese Zellen haben am Ende, obwohl die alle gleich sind, es gibt keinen Unterschied zwischen den Zellen, haben am Ende einen bestimmten Platz und eine bestimmte Funktion angenommen. Woher kommt so etwas? Wie ist das zu erklären? Eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es bis jetzt nicht. Wenn ihr Filme schaut, wird man euch sagen, die Zellen spezialisieren sich. Ich kann das im Studium machen. Ich habe Elektrotechnik studiert, ich kann mich auf Kommunikationstechnik spezialisieren. Ich kann das machen. Aber ich habe eine Entscheidungskraft, ich habe ein Gehirn und so weiter. Zellen haben das nicht. Zellen sind einfach nur kleine Konstrukte, die sich immer weiter kopieren. Das alles. Wer sorgt dafür oder was sorgt dafür, dass am Ende dabei ein Mensch herauskommt? Man könnte sich genauso gut vorstellen, dass alle Zellen versuchen, ein Finger zu werden. Warum nicht? Wer sagt dieser einen Zelle oder diesem Verband von Zellen, dass jetzt genug ist? Der Finger ist fertig, ihr müsst jetzt woanders hingehen. Das heißt, ein Akt der Schöpfung, wie wir ihn versucht haben in der Vergangenheit zu zeigen, kann jeder Mensch eigentlich heute noch beobachten. Ja. Solche Dinge sind nicht einfach durch zufällige Konstrukte und den freien Lauf der Natur zu erklären. Das sollte auch bis hierhin genügen, ja, sonst wird es irgendwann auch zu lang. Obwohl man über all diese Sachen noch Vorträge noch und noch halten könnte. Es ist in der Regel so, wenn ihr ein einziges Phänomen vom Menschen oder von einem Tier oder von der Erde betrachtet, könntet ihr einen einstündigen Vortrag nur darüber machen. Das ist jetzt nur wirklich ein ganz kurzer Abriss. Aber jetzt gibt es immer noch Leute und auch eine Reihe von Wissenschaftlern, die darauf beharren, dass das einfach so ohne Zutun von irgendeiner intelligenten Kraft passiert ist. Was sagen die dazu? Das ist hier nichts Neues, was ich euch erzählt habe. Das sind alles Dinge, die in hochwissenschaftlichen Büchern stehen. Und nicht von Leuten, die irgendwie religiös angehaucht sind, sondern von Leuten, die von einem Zufallsakt und der Evolution überzeugt sind. Wenn ich über die Geschwindigkeit geredet habe, das hat jemand geschrieben, der ist kein gläubiger Mensch. Das spricht aus seinem Buch. Über die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausbreitet. Das hat er selber geschrieben. Hat aber hinten noch ein Kapitel angefügt, wie versucht wird, das Ganze zu erklären. Da gibt es Leute, die machen sich das ganz einfach, die sagen, hätte es all diese Zufälle nicht gegeben, dann wären wir halt heute nicht hier. Ja. Das ist natürlich eine richtige Aussage, aber erklärt es damit gar nichts. Ja. Ja. Es hat diese Zufälle gegeben und wir sind jetzt hier. Bitte schön, erklär mir das. Dann gibt es Leute, die gehen einen Schritt weiter. Und die sagen, dieses Universum hatte keine andere Wahl, als sich so zu entwickeln. Das Universum muss Voraussetzungen für Leben ausbilden. Das sagen die tatsächlich so. Das Universum muss Voraussetzungen für Leben und auch Leben entwickeln. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Es ist nur die Frage, warum das Universum das machen muss. Ja. Denn grundsätzlich hat das Universum ja keinen eigenen Willen. Oder wer sollte es zwingen, wenn es keine außenstehende Kraft gibt? Ein Universum könnte auch schneller oder langsamer sich ausdehnen. Warum ausgerechnet diesen Wert für die Geschwindigkeit? Aber dieses verbotene Wort von einem Schöpfer, das nehmen die dann doch nicht in den Mund. Da sagt man lieber, das Universum muss das so machen und hat keine Wahl. Und dann gibt es noch eine ganz neue Theorie, die nennt sich Multiversum. Multiversum. Das ist das Gegenteil von, nicht das Gegenteil, aber die Abwandlung von Universum. Universum, das heißt, die Welt, in der wir hier leben, ist eine einzige. Deswegen Universum. Multiversum läuft darauf hinaus, dass es vielleicht viele davon gibt. Und so wird auch dann dieser Zufall erklärt oder diese Kette von Zufällen. Da sagt man dann, vielleicht gibt es ja unendlich viele verschiedene Universen. Und Trilliarden und Abertrilliarden davon sind alles Missgeburten, alles Misskonstrukte. Die haben alle falsche Geschwindigkeiten, falsche Parameter, sind alles Missgeburten. Aber wir sind halt zufällig genau in diesem einen Universum, da passte alles. Da passte Geschwindigkeit und Kernkraft und was nicht alles, um halt so ein Universum zu bilden. Ja? Wenn es unendlich viele verschiedene gibt, klar, dann ist das doch möglich. Und das würde man in der Mathematik, glaube ich, eine Universallösung nennen. Es gibt in der Mathematik gleich